6.2024. 50 Jahre Playmobil. Elternbrief an einer Redenbruder Schule. In der Kindheit hat jeder von uns damit gespielt. Playmobil wird dieses Jahr 50 Jahre. Seitdem wurde von den Figuren 3,8 Milliarden Playmobil-Figuren in 100 verschiedene Länder verkauft. Am 2.2.1974 wurde Horst Brandstätter auf der Spielwarenmesse damals Nürnberg mit Spott und Co. entgegengenommen. Um den Erfolg nicht zu erhalten, aber 50 Jahre später sieht er dann anders aus. Playmobil macht bisher einen sehr großen Umsatz. Ein Schulleiter in Redenburg warnt die Eltern in einer Elternbrief, dass ihre Schulkinder gemeinsam zur Schule laufen sollten. Es gibt in der Nähe der Sankt-Marien-Schule eine Straße, die nicht gut ausgeleuchtet wird. Da schreiben die Eltern und SchülerInnen nicht verunsichern, sondern als Information und Aufklärung dienen. Weil in der Straße diverse kriminelle Machenschaften schon passiert sind, deswegen hat der Schulleiter darauf hingewiesen. Am Freitagabend brannte in Nürnberg Stadtteil St. Leonhard eine Wohnung lichterloh. Die Polizei ließ das Gebäude räumen. Trotzdem wurde insgesamt 9 Menschen verletzt, darunter auch Kleinkinder. Die Kriminalpolizei hat daraufhin die Ermittlung aufgenommen und schaut, was die Ursache waren. Und 2 Wohnungen von 6 sind unbewohnbar. Das waren die nächste Woche, diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Schönen Tag.